So, herzlich willkommen zu Emergency 4 und der Biberfelde 2020 Blackie Edition in einem neuen Video nach langer, langer Zeit. Bevor ich allerdings direkt zum Spielen komme, ich möchte einen kleinen Reminder geben. Es kann sein, dass hin und wieder meine Stimme so ein bisschen bricht und ich werde auch zwischendurch immer mal einen Schluck trinken, denn ich habe, das war der Grund, warum am Samstag nur der Livestream-Ausschnitt kam. Ich bin noch ein bisschen krank, das nicht schlimm ist, ich habe nur eine Grippe. Aber das macht es natürlich immer schlecht dann mit den Videos und ich gebe mir da Mühe, dass ich da euch auch regelmäßig den Content immer noch bieten kann. Aber ich muss dann durchaus auch hin und wieder mal vielleicht eine Kleinigkeit trinken, damit die Stimme nicht arg belastet wird. So, nachdem wir das erklärt hätten, können wir direkt loslegen. Hier mal wieder die Blackie Edition. Meiner Meinung nach die Modifikation mit der schönsten Fahrzeugauswahl. Gut bunt gemixt zwischen alt und neu. Da hat der Blackie echt ein Händchen dafür gehabt. Oder hat es immer noch. Das ist einfach wunderschön. Wir werden hier einfach mal die Autobahnpolen mit dazu alarmieren. Bisschen laut heute, ne? Ich sehe es. Das ist. Wo steuert das? Ich weiß es gar nicht. Wobei, es geht eigentlich. Ich hoffe, jetzt ist nicht zu leise, aber das sah jetzt im OBS doch recht laut aus. So, wir haben unser HLF alarmiert, wir haben die Autobahnpol alarmiert, wir sind eigentlich auf einem ganz guten Stand. Der E-Boost geht natürlich auch direkt raus. Die Black Edition hat ja lange, lange Zeit meinen Kanal getragen. Da ist die Mod gefühlt jede Woche gekommen. Ist dann so ein bisschen eingeschlafen, was aber auch dem geschuldet ist, dass dann natürlich auch andere Modifikationen dazu kamen. Aber nach wie vor finde ich diese Version der der Biberfelde-Modifikation tatsächlich mit von der Fahrzeugauswahl, von der reinen Fahrzeugauswahl wirklich mit am schönsten, weil der wirklich einen richtig guten Mix zwischen alt und neu hat. Und das gefällt mir doch ganz gut. Auch hier ein wunderschönes Stingmann HLF mit einem Quattro-Aufbau. Wunderschön. So. Wir haben jetzt hier unsere Polizisten, die können direkt mal den Abschleppdienst holen. Dieser ist alarmiert und kann direkt losgehen. Oh, diesmal hat es mich aber auch echt krass, krass erwischt. Ich habe tatsächlich gar nicht so die typischen Symptome gehabt. Mit Husten und Schnupfen. Schnupfen hatte ich ja, aber ich hatte diesmal Halsschmerzen des Todes. Eine Angina war es nicht. Aber das war jedes Mal, als würdest du beim Schlucken einen Frosch mit hinterschlucken. Oder so ist es immer noch teilweise. Das ist war nicht schön tatsächlich. Aber gut, was willst du machen, ne? Ich glaube, ich werde alt. Früher war ich nie krank. Jetzt bin ich im Jahr mindestens einmal. Dass es mich da so weghaut, ich weiß auch nicht. Ich werde alt. Auch dieses Gelsenkirchen-Design abgewandelt, wobei das hier schon sehr eigen ist, mit diesem Leuchtgelb, Leuchtgrüngelb, das ist schon cool, das ist einfach nur cool. So, ich würde sagen, wir übergeben die Einsatzstelle jetzt an die Polizei, dann kann das HLF schon mal wieder einrücken, für den Fall der Fälle, dass hier noch weitere Einsätze auf uns warten, das hoffen wir natürlich. Ja, die Geschichte, dass ich jetzt am Samstag das letzte Video da den Livestream im Ausschnitt genommen habe, das war natürlich nur ein Backup-Plan, aber der Backup-Plan hat gut funktioniert. Und ich habe mir dann, oder ich behalte mir vor, sowas immer mal wieder reinzuschieben. Nicht regelmäßig, auf keinen Fall, aber immer wenn ich die Zeit nicht habe oder aus irgendwelchen anderen Gründen keine Videos aufnehmen kann, das kommt durchaus mal vor, dass ich dann mir selber diesen großen Stress mache, weil ich noch probiere irgendwie ein Video fertig zu bekommen. Aber ich habe mir am Anfang des Jahres geschworen, dass ich das so ein bisschen zurückfahren möchte, dass ich mir selber keinen Druck mehr mache, denn dann verliert man auch ganz, ganz schnell die Lust, was natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Und ich glaube, ich habe es zu leise gemacht. Und aus diesem Grund ist vielleicht die Geschichte, dass man hin und wieder einfach mal so ein paar Livestream-Ausschnitte mit reinschiebt, die dann
ja, dementsprechend einfach als Überbrückungsvideo dienen. Natürlich keine kompletten Livestreams, die werden dann schon so ein bisschen zurechtgecuttet, dass man möglichst nur das Gameplay sieht. Das habe ich ja jetzt im vergangenen Video genauso gemacht. Ein paar Szenen aus dem Ladescreen musste ich mit drin lassen, einfach weil die, ja, ich sag mal so den Gag mit reingebracht haben. Aber grundsätzlich wäre es natürlich dann so, dass ich versuche, nur Gameplay-Material dann zu nehmen. Allerdings wird das natürlich nicht die Regel werden, das ist nur gedacht, oh hier Toto und Harry zum Einsatz. Zum häuslichen Streit. Dass ich mir nicht mehr so viel Druck machen muss. Und ich dann auch ganz entspannt die Videos machen kann, wenn ich schaffe oder wie ich schaffe. Jetzt muss ich ernsthaft noch die Tür öffnen. Komm, da können wir doch mal. Gibt's hier nicht? Genau, das Telef 2000 war ja hier so ein Allrounder, ne? Das war doch irgendwie so. Das hat, glaube ich, ein Ziehfix mit drauf. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier die gute alte Wache 3. Mit dem TSF. Dem TLF 1625, dem TLF ja, 2450, TLF 4000, wie auch immer. Und dann natürlich dem Standard Decon-P. Was haben wir denn hier? Oh, Fraktur. Da können wir direkt den RTW der BF nehmen. Halt, stopp, ich blöd. Hier. Er kann dann direkt einmal durchrollen. So, dann holst du einmal das Ziehfix vom Fahrzeug, du in Bereitschaft schon mal die Axt. So, ich hoffe, dass wir das jetzt ohne dass großartig Schüsse fallen über die Bühne bringen können. Das wäre natürlich edel. Deshalb müssen wir den Polizisten direkt wieder rausholen. Den Polizisten, den Feuermann. So. Und jetzt. Nein. Oh, jetzt. Ah, shit, das weiß ich nicht. Er hat sich, glaube ich, ergeben. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich denke aber, er hätte sich ergeben. Aber gut, Edis wurde dies. So. Schicken das TLF mal nach Haus. Dann werden wir uns jetzt erstmal um die Fraktur kümmern. Dafür kannst du, ging das hier? Ja. Kann ja mal der Sanitäter das, die, ja, wie nennt man das? Die Schranke, jetzt habe ich's. Die Schranke öffnen. Und wir werden dann hier einmal die Person versorgen. Wo? Hier hinten. So, der Rettungsdienst ist hier eingetroffen. Sehr schön. Ach hier, stimmt. Das NEF mit den weißen Kappen auf dem Blaulichtbalken. Auch sehr einzigartig. Sieht man so nicht häufig, würde ich sagen. Ja, dem geht es auch soweit noch ganz gut. Wenn wir natürlich begleitend mitfahren müssen ins Krankenhaus, dass der uns da keinen Unfug treibt. So, das NEF kann eigentlich einrücken, das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ich hoffe zumindest, dass der nicht mitfahren muss. Doch, brauch's. Notarzt und Polizei, okay.
Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber gut, dann kriegst du natürlich auch noch No-Darts. Das ist jetzt ein Poolbegleitung ist doch drauf oder drin. Irgendwas stimmt da nicht. Polizeibegleitung, Polizei nur das. Okay, wir probieren das nochmal. Checkt nochmal bitte alle aus. Notarzt. Schon unterwegs. Polizei. Ne, will er nicht, ne? Ich glaube, der ist gerade etwas verbuggt. Ich brauche mal einen zweiten RTW hier. Daran soll es ja nicht scheitern. In der Zwischenzeit würde ich sagen, fahren wir mal die Faktur, dass wir da zumindest erstmal auf einen grünen Stand kommen. Oder auf einen abgeschlossenen Einsatz. Ja, der gute alte Miesen-RTW. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht ist er aber auch adipös, kann natürlich sein. Notarzt und Polizei, okay. Pass auf, dann fährst du begleitend mit und du und ihr fahrt, nee, ihr fahrt Streifer. Okay, hier geht's. Nein, nein! Okay, das ist jetzt doof. Ja, komm, du musst doch einen kleinen Ausdauerlauf hier zum Krankenhaus vornehmen. Wobei, deine Kollegen könnten nicht einfach hinterherfahren. Geht das? Nee, geht nicht. Naja, ist blöd, die laufen. Dann kleinen Ausdauerlauf ab zum Krankenhaus. Ich dachte, er steigt automatisch ein, macht er aber nicht. So, dann können wir auch mal hier den kleinen Stau auflösen und dann sieht das doch gar nicht so verkehrt aus. Komm, wir lösen uns mal ein kleines zufälliges Feuer aus. Vielleicht ergibt sich was Schönes. Allerdings nicht. Ohne vor noch einen RD-Einsatz gefahren zu haben. So, jetzt haben wir natürlich NEF-technisch Problem, weil das ist, glaube ich, nicht einsatzbereit. Ne. OVU. Das machen wir natürlich sofort. Was haben wir denn? Ja, LKW-Unfall mit jede Menge Öl, was da ausgelaufen ist. Dann würde ich ganz gerne die Wache 2. Du bist TLF. Okay, dann hier Rüstwagen. ALF. Oh, nebenbei. Hat man natürlich jetzt gleich gehört, aber Original Motor Sounds. Dann hätte ich dazu vielleicht so ganz gerne. Was ist denn auf dem GW Rüst drauf? Ist da vielleicht Bindemittel noch drauf? Weiß ich jetzt gar nicht. Dann alarmieren wir uns den mal mit dazu. Und da haben wir jetzt auch das Feuer. Dort brennt wohl eine. Ja. So eine Tafel, das können wir schnell mit der Freiwilligen Feuer fahren. Oh, jetzt wird es aber stressig. So haben wir nicht gewettet.
So, dann kann ich den Patienten vielleicht mal schnell fahren. Aber auch hier werden wir wahrscheinlich... Ja, wobei, könnte so gehen. So. Dann haben wir die ersten Kräfte doch schon mal auf der Autobahn. Das HLF bitte hier vorne hin. Den Rüstwagen. Hier so dahinter. Dann müssen wir erstmal die Autobahn sperren. Zudem brauche ich hier auch die Autobahnpool dazu. Ich weiß gar nicht, was hier, ob hier noch so viel geschnitten werden muss. Bin mir da gerade gar nicht so sicher. Aber das finden wir raus. Ne, es muss tatsächlich nur der eine geschnitten werden hier. Jetzt wollte ich hier ein schönes Thumbnail machen und bin noch gar nicht fertig mit Platzieren. Weil wir dazu den RW eigentlich auch ein Stückchen näher fahren könnten, ne? Oder ist ja kein RW, ist ein GW-Rüst. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt hier so sinnig ist. Weil ich bin mir nicht sicher, ob der Bindemittel hat. Aber sieht erstmal ganz cool aus, oder? Wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich es auch nicht. So, jetzt können wir nochmal weiterspielen, ne? So. Das Ding ist, wir müssen dann auf jeden Fall die eine Person erstmal mit der Feuerwehr anbehandeln, die wir da noch rausgeholt haben. Denn da muss ich mir erstmal noch Rettungsdienst besorgen. Vielleicht... Okay, wir können ja auch mal wieder den Christoph fliegen lassen. Oh shit. Oh, der könnte schon tot sein hier. Ja, nee, komm, hier kommen wir doch dann mal. So wie wir es früher mal gemacht haben. Das gute alte... Wir Felder so ein bisschen ausnutzen hier. Waren wir tatsächlich schnell genug. Hier haben wir keinen Rettungsdienst, kein Rettungsdienst, kein Notarzt benötigt. Das ist ja soweit recht nice. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? So, dann hätten wir das. Okay, jetzt werden erstmal alle Personen soweit anbehandelt, ne? Wir haben eine Person ins Krankenhaus, zweite Person. Habe ich denn noch? Habe ich irgendwas vergessen? Oh shit, ja, hier müssen wir auch mal arbeiten. Ja, hier wurde jetzt gelöscht. Ich glaube, hier ist irgendwo noch eine Person beteiligt. Kann das sein? Ja, ist in Arbeit. Auch verstorben. Meine Fresse. Aber hier kann nichts mehr weiter... Ah, hier ist noch... Ist hier noch jemand drin? Ah, shit. Pass auf, dann braucht man hier auf jeden Fall. Ah, geht's nicht, ne? Das habe ich befürchtet. Ja komm, dann müssen wir mal ganz kurz hier ein bisschen den Verkehr lichten. Brauche ich auf jeden Fall noch einen RTW.
Was ist denn hier eigentlich los? Schockzustand. Oh. Blitzeinschlag, auch nicht gut. Und hier müssen wir uns beeilen, definitiv. Wir können uns nicht so viel Zeit lassen. Da haben wir sonst gleich richtig Freude. Vielleicht schicke ich gleich noch das TLF mit dazu. Ach ne, das ist Springer, ne? Scheiße, kann ich gar nicht. Shit. Nein, falsch, das möchte ich. Holt bitte jetzt. Ja, danke. Weil das könnte sonst relativ schnell ausarten. So, zack, dann hätten wir das. Dann gucken wir einmal hier. Auf der Autobahn müssen wir natürlich auch vorwärts kommen. Ja, los geht's. Christoph kann Person nicht. Ah, du bist der Notarzt. Okay, das war natürlich doof. Was? Warum ist der abgebrochen? Ich bin noch voll dabei. Pass auf, dann übernimmst du mal den. Du... gehst einmal hier hin, du stehst natürlich einmal wunderbar falsch. Ja. Wird ausgeführt. Ja. So, soweit so gut. Was ist hier? Warum macht ihr denn nichts? Ach, du kommst eigentlich durch, ne? Ihr wollt ja nicht mal, ne, ihr wollt nicht beiseite gehen. Brauche ich ja auch noch einen Notarzt, das gibt's doch nicht. Na gut, hier, das ist natürlich dann erstmal soweit beendet. Da können wir die Kräfte einrücken lassen. Genau, das möchte ich jetzt erstmal irgendwie fertig bekommen. So, soweit, so gut. Ja. Bin unterwegs. Wird gemacht. Höre. Ich brauche ernsthaft jetzt hier eine Notarztbegleitung. Das ist doch Mobbing. Das ist wirklich Mobbing. Meine Güte. So, dann nehmen wir die Person jetzt schon mal auf. Da können wir den Notarzt dann zusteigen lassen. Ja, doch, dann denke ich, passt das soweit. Jetzt ist die Frage, ist denn hier... Nein, da ist kein Bindemittel drauf, oder?
Ah, oh nee, komm schon. Pass auf, ich weiß, aber ich möchte diesen Einsatz tatsächlich dann nochmal löschen, da wir sonst alles andere nicht fertig bekommen. Ich würde mich jetzt hier noch um den Verkehrsunfall kümmern, dass wir diesen ordentlich abarbeiten, so wie es sich gehört, und dann in Richtung Videoende gehen, da auch ich langsam merke, wie die Stimme dann doch mal, dann doch keinen Bock mehr darauf hat. Das muss ja nicht sein. Hier brauche ich auf jeden Fall mal noch einen KTW. Werde vorsichtshalber mal die Mulde rausfahren lassen. Ich habe da so meine Zweifel, dass das reicht, was wir da haben. Hier, das alte HLF. Das alte defekte HLF. Was ein geiler Motorsound. Also Öl ist hier mehr als genug ausgelaufen, ne? Meine Fresse. Kommt ja wieder nicht da raus, ne? Ja, ist mal ein bisschen eng alles hier. Na doch, hier liegen eigentlich schon ein paar Säcke drauf. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, dann holt ihr hier schon mal den Besen vom Fahrzeug. Dann können wir schon mal anfangen, hier wegzukehren, dass wir auch wirklich mal den Einsatz irgendwann beenden können. Okay, jetzt haben wir nichts mehr drauf. Aber hier auf dem Haarlift dürfte man noch was haben. Oh nein, wir haben nichts mehr. Okay, dann auch noch mal ganz schnell die Abimulde auf die Autobahn. Und wir können ja mit der Polizei schon mal bei Abschleppfahrzeuge alarmieren. So, die Mulde rollt, sehr schön. Meine Fresse, es ist aber auch der komplette Tank ausgelaufen, ne? So, jetzt haben wir allerdings genug Bindemittel vor Ort hier mit der Mulde. So, hier noch mal und hier noch mal und dann hier vorne noch die drei Flecke und dann sind wir, denke ich mal,
ganz gut mit dabei. So, mal die Zeit ein bisschen vorspulen, dass wir jetzt hier nicht ewig warten müssen. Das ist ja mehr oder weniger nur eine Fleißarbeit. Aber wir haben den Einsatz dann ordentlich abgearbeitet, auch wenn er schon abgebrochen wurde. Aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Alles ordentlich gemacht. Wir schicken den Erbe nach Hause, wir schicken ALF und auch den GW Rüst nach Hause. Einfach, dass wir Platz haben, jetzt hier die Fahrzeuge aufzunehmen. Ich frage einfach nicht, was du da tust. So. Aber dann können wir ja die Autobahn schon mal wieder freigeben. Hallo? Hier vorne war das, ne? Ja, genau. Jetzt gescheppert. Ah ja, hat Bock. Ihm muss ich mal kurz zu seinem Glück helfen. So. So klappt das doch. Und dann haben wir doch alle Einsätze. Ah ne, den ja noch, ne? Ja, gut, komm, den können wir mal noch schnell in ein anderes Krankenhaus schicken. Das kriegen wir noch hin. Und dann haben wir doch alle Einsätze soweit abgearbeitet. Ich weiß, ich war diesmal ein bisschen ruhiger, aber wie gesagt, ich habe da aktuell so noch meine Problemchen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Videostream was auch mal wiedersehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.